Listen. Da würde ich halt vielleicht 3 bis 5 Tage komplett aufmachen. Was ich allerdings, oder wo der Hintergrund bei mir wirklich eher der ist, dass ich komplett aus diesem Trainingsszenario rauskomme. Weil, wie wir ja auch schon jetzt oft festgestellt haben, es macht niemandem mehr Spaß, es ist für niemanden mehr positiv belegt und deswegen will ich mental, dass der Athlet komplett aus diesem Szenario rauskommt. Er soll am besten Fall auch diesen Ort nicht mehr sehen, wo er sonst immer trainiert hat, komplett für diesen Deload diesen Ort nicht mehr betreten, um mental damit gar keine Berührungspunkte zu haben und diese negativen, ja mittlerweile doch eher negativen Gedankengänge, ja, und das, was sich da angehäuft hat, langsam abzubauen, dass es dann nach dem Deload wenigstens wieder ein bisschen Freude entsteht, dieses Training weitermachen zu können. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Die Nettohypertrophie-Serie geht in eine weitere Episode. Auf der anderen Seite leider immer noch ein Mysteriösum, der Nils Polte. Wie sieht der eigentlich aus? Diesmal wird es noch nicht gelüftet. Wir hatten schon mehrere Leute bei Instagram geschrieben, ob man dich schon mal irgendwo gesehen hat. Und da habe ich gesagt, man munkelt in der nächsten Episode, wärst du zu sehen. Aber wird heute noch nicht der Fall sein. Erzähl den Leuten, aber warum. Ich war doch schon bei Mr. Olympia. Da, ach so. Da konnten mich die Leute doch sehen. Alles klar. Dass du das jetzt hier nicht sagst, finde ich nicht gut. Es ist halt auch wichtig, dass man ein bisschen Understatement hat. Also das sollte man beibehalten, auch in der aktuellen Zeit. Und in welchem Jahr war das? In welchem Jahr? Das müsstest du doch wissen. 2010? Das war jedes Jahr. Jedes Jahr sogar. Ja, ja. Nils. Deswegen hat Markus Rühe auch immer schlechte Platzierungen bei Mr. O gemacht, weil ich halt die deutschen Lobbyisten hinter mir hatte. Und da konnte er halt nichts mehr machen. Da hast du die Stimmen schon abgegriffen und da ist er natürlich ein bisschen hinabgefallen von den Platzierungen. Ja, ja, genau. Noch ein Grund, warum Markus Rühl diesen Podcast wahrscheinlich. Deswegen stichel ich ja auch immer gegen ihn. Das ist schon langjährig, dieser Konflikt. Das ist quasi dein Erzfeind. Ja, ja, ja. Nein, ich bin sein Erzfeind, aber. Okay. Ja, man muss das auch richtig so framen. Nein, mal ernsthaft. Nächste Woche haben die Friseure wieder auf und dann starten wir mit der Webcam. So kann ich mich aktuell nicht zeigen. Okay. Welche Episode haben wir heute? Schon die 6. der Serie, ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich die 6., wenn ich richtig gezählt habe. Die Zeit fliegt halt, ne? Gerade jetzt im Lockdown fliegt die Zeit sowieso von Woche zu Woche. Ich glaube, ich habe noch nie die Zeit, also je älter man wird, desto schneller geht die Zeit ja sowieso rum, weil das eine Woche wird halt immer kleiner in dem, was du halt schon an Leben hattest. Aber aktuell ist halt, also ich rechne halt immer von Mandalorian zu Mandalorian-Folge, also von Freitag zu Freitag. Ja, und das geht bei mir nicht, ich habe sie ja schon gesehen. Ja, aber das ist so mein. Ach, jetzt habe ich es verraten. Mein Zeitintervall, du hast das ja schon gesehen, Nils. Ja, ich habe mir damals extra eine Ferienwohnung in den Niederlanden besorgt und bin jeden Freitag vom Ruhrgebiet in die Niederlande gefahren und habe mir da so Mandalorian angeguckt. Weil es da schon auf Deutsch gab zu dem Zeitpunkt. Genau, genau. Für die Holländer. Genau. Okay. Ja, also Dedication halt, ne? Also ich finde das gut, dass du für deine Ziele halt auch alles in Kauf nimmst und dahin gehst. Also du wirst es, wenn du das auf den Bodybuilding-Kontext überträgst, dann weiß ich auch, warum du beim Mr. Olympia warst. Das ist doch jetzt eine super Überleitung zu meiner derzeitigen Trainingssituation. Da gibt es nämlich keine Nettohypertrophie. Die Adherence ist auch gesunken, weil das mit den Bändern halt einfach langfristig nicht toll ist. Mhm. Es sind unglaubliche Schmerzen in den Händen. Die Leute, die auch mit Bändern trainieren, wissen vielleicht, was ich meine. Deswegen habe ich das Training auch etwas runtergefahren, weil es psychisch einfach zu anstrengend ist, so zu trainieren. Und ich bin sehr glücklich, wenn die Gyms wieder öffnen,
Es wird dann auch, ich denke, dass die Episoden dann auch für die Zuhörer interessanter werden, weil ich glaube, wenn die Gyms öffnen, dann, dann wird ein intelligentes Programming sehr, sehr wichtig sein. Mhm. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dann sehr, sehr spannende Episoden werden. Gerade bei Leuten, die schon fortgeschrittener sind, die deren Kraftwerte auch im fortgeschrittenen Bereich liegen, müssen da meiner Meinung nach in Zukunft aufpassen, dass sie sich da nicht verletzen, weil du erstmal wieder eine Widerstandsfähigkeit aufbauen musst. Aber da reden wir ja dann drüber, wenn die Gyms wieder öffnen. Mhm. Ja, deswegen ist im Moment Nettohypertrophie nicht da. Und das ist auch im Moment so die Phase, seit ich trainiere, dass ich wirklich langfristig absolut keinen Fortschritt mache. Also das Jahr 2020, das ist im Moment oder aktuell das schlechteste Trainingsjahr. Ich kann trotzdem sehr gute Einsichten oder sagt man das so, aus dem Jahr ziehen, weil ich ja den Minicut hatte. Da kann ich für die Zukunft oder habe für die Zukunft extrem viel daraus gelernt. Ich hatte ja auch einmal erzählt, dass ich mir da meine Verdauung abgeschossen hatte, was auch wichtig ist zu wissen, wenn man in Zukunft einen Wettkampf plant. Da sollte man das nicht tun. Auch was Volumina angeht, während eines Defizits konnte ich noch mal eine Menge mitnehmen, aber unterm Strich ist das bisher kein erfolgreiches Jahr und für mich auch extrem ungewohnt. Deswegen. Also das, aber das ist eigentlich, das gehört auch dazu. Es gehört dazu und das ist eigentlich auch so das Bild, was ich bei einem Großteil der einfach unser Zuhörer halt, ne, den hypertrophieaffinen Menschen, die halt schon sehr, 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 sehr viel in ihr Training investieren, für die es einen hohen Stellenwert im Leben hat, für die ist es aktuell, wird es halt von Woche zu Woche gefühlt natürlich schwerer. Und deswegen noch eine Überleitung. Deswegen machen die Leute jetzt Pause. Moment. Wenn ihr es auch geil findet, mit 30 Kilo Seitheben zu machen und anschließend ein 1RM im Hammer Curl, dann macht ihr jetzt Pause, ihr macht einen Screenshot und ihr teilt das bei Instagram mit dem Hashtag 1RM Hammer Curl. Und wir reposten das. Das ist eure Pflicht, wenn ihr auch es geil findet, mit 30 Kilo Seitheben zu machen. Ja, also, wenn ihr Bodybuilding liebt, ne? Dabei nochmal schöne Grüße an Espresso Ghetto, treuer Zuhörer des Podcasts. Ich glaube, der hat diese 1RM-Versuche etabliert in der naturalen Szene. Das war Seitheben, glaube ich, ne? Ja, hat er mir gesagt. Ja. Er hatte sich den Bizeps beim 1RM abgerissen, im Hammer Curl. Deswegen macht er das jetzt mit liegenden Leg Curls. Habe ich ihm den Tipp gegeben. Und ja, der ist da auf jeden Fall ein Trendsetter. Ja, aber wie gesagt, Leute, genau, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, teilt den Krempel. In Zeiten von Corona müssen wir die Reproduktionsrate des Podcasts hochbringen. Haben wir auch Hashtag 1RM Hammer Curl. 1RM Hammer Curl. Finde ich geil. Ja. Werde ich zeitnah auch mal testen. Ich habe jetzt, das passt doch bei mir wie die Faust. Wie die Faust aufs Auge oder wie die Hand an die Hantel quasi. Ich habe ja jetzt eine Maintenance-Phase vor mir, in der ich wahrscheinlich, ich habe es mit Steve noch nicht abgesprochen, aber ich gehe davon aus, dass wir relativ die absoluten Intensitäten hochfahren werden und das Volumen natürlich sehr runterfahren werden. Da kann ich ja so relativ nah an diese niedrigeren Wiederholungsbereiche mich mal rankämpfen. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, dass ich mal einen 1RM Hammer Curl Versuch einbauen muss zum Ende der Maintenance-Phase. Mal sehen, was er davon hält. Hört sich nach Spaß an. Ne? Ja, also tut mir natürlich leid zu hören, dass es bei dir so nicht positiv vorangeht. Aber du glaubst schon, dass du das Niveau, was du jetzt muskulär hast, dadurch halten kannst? Ich glaube, dass das so ist, ja. Mhm. Und es müssen erstmal viele Fälle eintreten, dass Atrophie, wie sagt man das? Dass Atrophie auftritt. Eintritt. Ja. Genau. Also ich mache mich nicht verrückt, aber ich weiß trotzdem, dass es im Moment alles andere als eine produktive Zeit ist. Ja, dann ist mir ja schon fast unangenehm, jetzt von meinem Progress zu sprechen. Ja.
Weil ich glaube, die treuen Zuhörer dieser Episode, die haben jetzt wahrscheinlich das ja, mitverfolgt, wie wir die letzten Wochen das bei uns so vorangingen oder die letzten Monate. Und ich glaube zu meinen, dass ich eigentlich immer sehr, sehr oder relativ negativ das Ganze geframed habe für mich, dieses Home-Training, gar nicht so positiv. Hab jetzt aber mal nach Ende des Mesozyklus, der jetzt ja, wie gesagt, insgesamt 6 Wochen sogar gedauert hat, mit einer Woche noch im Gym. Ja, wenn ich mir halt die Update-Bilder angucke, Check-in-Bilder angucke, ist es mit einer der produktivsten Mesozyklen gewesen, die ich wahrscheinlich sogar in den letzten 2 Jahren gefahren habe. Jetzt rein von dem, was ich halt an Nettohypertrophie so am Körper ausmachen kann. Ne? Also die Beine sind unglaublich gut gewachsen in diesem Monat. Ich bin so schwer wie noch nie bei einem Körperfettanteil, der definitiv noch im Rahmen ist dessen, was ich schon mal hatte bei anderen Körpergewichten. Das heißt, alle Faktoren weisen darauf hin, dass ich halt wirklich gute, netto wirklich gute Adaptionen gemacht habe. Was aber, und das muss ich jetzt halt auch noch mal sagen, habe ich bei Instagram auch schon mal geschrieben, nicht unbedingt darauf hundertprozentig zurückzuführen sein muss auf das Training, was ich jetzt hier gemacht habe. Sicherlich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige Adaptionen jetzt erst eingetreten sind, die ich in den Mesozyklen zuvor quasi schon angeschoben habe, die sich aber nie richtig manifestiert haben, weil ich einfach wahrscheinlich doch mein Stresslevel, was ich so im Alltag habe, für mich mental so ein bisschen ja, runter oder nicht ernst genommen habe, weil jetzt habe ich einfach deutlich weniger Lebensstress in Form von Autofahren, im Gym irgendwie mit den Klienten rumrennen, einen Termin nach dem anderen machen. Das habe ich halt nicht mehr. Und ich glaube, das sind auch Faktoren, die damit dazu beigetragen haben, dass das so ein ertragreicher Mesozyklus war. Also es ist nicht nur allein diesem Umstand, denke ich mal, geschuldet, dass es so gut voranging. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe das höchste Gewicht, wie gesagt, was ich jemals hatte. Ich glaube, die Top-1-Waage war bei fast 93 Kilo, wo ich richtig Spaß dran hatte. Was ich auch sagen muss, ich habe richtig Spaß dran gehabt, die Waage raufgehen zu sehen. Was ich so auch noch nicht hatte. Das war eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat während des Mesozyklus, dass die Waage halt langsam, aber kontinuierlich für mich gearbeitet hat. Das Training an sich war eine Qual, kann ich ganz klar sagen. Also ähnlich wie bei dir, selbst mit meinem Setup war es am Ende eine komplette Qual. Also jede Einheit, ich war extrem glücklich, wenn sie durch war. Es war extrem anstrengend, extrem mental ermüdend. Und du hattest auch noch 2 Einheiten am Tag, oder? Genau. Ich habe 2 Einheiten am Tag gehabt. Das kann auch für die Qualität des Reizes mit reingespielt haben. Was man aber auf der anderen Seite sehen muss, ist halt, dass ich mich 2-mal am Tag mental extrem aufraffen musste, die letzten 2, wenn nicht sogar 3 Wochen, die Einheit halt zu starten und halt auch wirklich die beabsichtigte Performance rauszuholen, die ich physiologisch rausholen kann, das wusste ich. Aber da gab es halt wirklich eine Diskrepanz zwischen dessen, was ich leisten kann und was ich leisten wollte. Ja, oder da gab es halt eine Diskrepanz, ganz klar. Und diese Diskrepanz zu schließen, hat mental halt immer enorm viel gekostet. Also es war halt ein ekelhafter Mesozyklus, sagen wir es mal so. Aber vielleicht ist das halt auch wieder etwas, was man mal erfahren muss, um zu wachsen. Ganz klar, es ist eine Komfortzone gewesen in einer anderen Art, die ich überkommen habe, was ich so noch nicht hatte. Kann auch ein Faktor sein dafür. Und was ich auch schon ganz vielen Klienten gesagt habe, die genau wie du mittlerweile an so einem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, es ist halt enorm schwer, mit der Situation klarzukommen. Das ist jetzt auch eine Fähigkeit, also diese mentale Stärke oder dieses Mentale zu überkommen, das ist wie eine Fähigkeit. Ich habe es immer verglichen wie mit der Fähigkeit Kraft. Wir werden diese Fähigkeit jetzt ausprägen und wahrscheinlich auch noch länger ausprägen müssen. Wenn die Gyms wieder aufmachen, haben wir da einfach viel mehr Kapazitäten. Werden wir von profitieren. Ne? Das wird auch ein profitabler Faktor sein. Die Frage ist, die alle natürlich haben, wann geht es halt endlich weiter?
können wir natürlich auch nicht beantworten. Ich kann nur so viel sagen, ich bin kurz davor, mir halt noch einen Latzugturm zu bestellen. das mal so als meine Prognose dazu, wann ich glaube, wieder richtig produktiv trainieren zu können im Gym. Weil ich einfach glaube, dass mit der Maskenpflicht jetzt sich das Ganze, selbst wenn die Gyms aufmachen, für viele trotzdem gegessen hat. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir vorstelle, ich gehe ins Gym und mache schwere RDLs mit einer Maske auf und puste da immer in diese Maske rein, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da ordentlich trainieren kann. Das macht das. Da will ich meine Lieblingsübung, die Beinpresse, ansprechen, wo ich ja eh einen kardiovaskulären Tod sterbe, selbst bei 6 Wiederholungen. Und das ist, nein, da hast du absolut recht, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also wenn es so kommt, und ich denke mal, wenn die Gyms wieder aufmachen unter bestimmten Bedingungen, wird die Maske natürlich genauso dazugehören, solange das im öffentlichen Raum halt Pflicht ist. Ja, man wird es dann wahrscheinlich ausprobieren halt. Ne? Wie ist das denn in Österreich? In Österreich öffnen die Gyms doch wieder in 4 Wochen, höchstwahrscheinlich. Hatte ich, glaube ich, gelesen. Ja, und, ich meine auch, das gehört zu haben. Ja, bleibt abzuwarten, wie die das handhaben. Ne? Also ich meine, die haben ja auch, haben die nicht auch die Maskenpflicht im öffentlichen Raum? So wie wir es jetzt auch haben? Das weiß ich nicht. Also, ja. Also wenn die Gyms aufmachen, werde ich natürlich auch dahin gehen und mit Maske das ausprobieren. Ich habe halt die Vermutung, dass das nicht gut klappen wird und dass es auch sehr, sehr so limitiert sein wird, dass man natürlich nicht wie früher trainieren kann, dass man enorme Wartezeiten haben wird, dass man ein Programming nicht vielleicht so ausführen kann von der Reihenfolge, wie man es haben möchte. Aber einfach mal auch, um die Leute nicht zu verunsichern, ich habe keine Ahnung und weiß nicht, wann was passiert, und den Latzugturm, den kaufe ich mir jetzt auch nicht aus dieser Corona-Situation vielleicht heraus, sondern einfach da aus der Situation heraus, dass ich vielleicht auch zukünftig die Vor- und Nachmittagseinheiten teilweise beibehalten will und möchte und mir da einfach diese Option offen halten möchte, auch hier zu Hause eine Einheit zu fahren und dann ein Setup zu haben, wo ich halt auch wirklich gut trainieren kann. Ja, und das ist einfach ein Invest, den ich dann machen möchte, wo es auch zeitnah noch einen anderen Faktor gibt, der sich hier bei mir zu Hause ändern wird, der vielleicht zeitintensiv wird. Da wird es vielleicht auch sinnvoll sein, ein Home-Gym zu haben, um genügend Trainingszeit und Volumen reinzukriegen. Und deswegen, ja, bin ich eigentlich kurz davor, diesen Kauf zu tätigen. Da würde ich am besten mal den Pascal fragen, der hatte sich nämlich auch einen Latzugturm geholt und der wartet, glaube ich, seit 5 Monaten darauf. Also würde ich nicht bei dieser Marke den Latzugturm bestellen. Mega Fitness. Kann ich dem Pascal nur zustimmen. Ich habe ja auch schon mal ein Gym gehabt, so ein kleines Private Gym, Bootcamp Gym, und wir haben damals auch alles von Mega Fitness Store bestellt und es war halt eine Katastrophe. Die haben halt ein Drittel der Sachen war falsch, die sie erstmals geliefert haben. Andere kamen halt Wochen, Monate später erst. Also ziemlich ähnliches Szenario. Ich habe da tatsächlich auch mal was bestellt. Aber das war nur ein Griff für Teba-Rudern mit einem weiten Griff. Mhm. Und der kam sofort an, da hatte ich keine Probleme. Aber das war halt nur ein Griff. Also ich glaube, da ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für Fehler sehr gering. Ja, also den Latzug, den ich mir kaufen will, den gibt es sogar bei Otto. Also Das ist jetzt nicht wirklich ein High-Level-Turm, aber du kannst ihn halt mit den Hantelscheiben, die ich jetzt habe, mit diesem 30 mm Durchmesser, beladen. Und du musst ihn auch nicht festbohren, was mir halt ganz, ganz wichtig ist. Und dadurch, dass er aber einen langen Sitz hat und unten auch noch ein Kabel hat, also du kannst damit, weiß ich nicht, Hammer Curls mit Kabel machen, du kannst auch Pulli-Rudern machen, musst du ihn halt nicht. Habe ich Hammer Curls gehört? Hammer Curls. Bei Hammer Curls, da schlägt mein Herz ja schlimm. Ja, mittlerweile das wird noch ein Running Gag hier, du. Da schöne Grüße raus, ich glaube nach Luxemburg, der Jeff und die Tanja. Falls du die beiden kennst, die haben sich auch ein Home Gym eingerichtet. Die haben den sich auch besorgt und die haben mir das auch als sehr, sehr gut. Ich kenne. Haben mir versichert, dass der sehr, sehr gut ist. Ich kenne die beiden, aber ich schaue die Stories im Moment nicht mehr, weil die halt ein Home Gym haben und ich nicht. Ja, es ist halt gemein, ne? Da,
Da kriegt es man ist halt einfach, ist einfach ein Herzschmerz. Ja, was soll man machen? Also. Und in meiner Ferienwohnung in den Niederlanden habe ich auch kein Home Gym. Die habe ich ja auch noch. Du hast ja noch die Ferienwohnung, aber da kannst du jetzt ja auch gar nicht hinreisen. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist also, kacke. Ist halt die Frage, was ist jetzt der nächste Schritt für dich? Du ziehst es halt, musst es jetzt halt so lange durchziehen, wie es halt. Ich muss es aussitzen. Halt, ne? Du musst einfach es aussitzen. Aber ich weiß, dass ich ja die letzten 4 Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet habe. Und selbst wenn ich jetzt Atrophie erfahre, dann habe ich gar keine Bedenken, dass es nicht weiter nach vorne geht in der Zukunft. Warum auch? Also so, alles spricht dagegen, dass ich langfristig meine Ziele als Athlet erreiche. Und ja, klar, kurzfristig, die Situation jetzt, im Hier und Jetzt, ist scheiße. Aber ja, das auf die lange Sicht wird das keinen Einfluss haben. Ja, deswegen. Nein. Es ist ja auch nicht abzuändern. Es wird halt psychologisch einiges kosten, on track zu bleiben und das Beste weiterhin draus zu machen. Das wird halt von Monat zu Monat schwerer. Weil ich denke, wir werden auch in ein paar Monaten hier sitzen, wir werden über unseren Progress reden und ich werde dann mit einer sehr guten Laune sagen, dass ich wieder bei meinen alten Kraftwerten bin und dass es weitergeht. Und dann werden wir uns an die jetzige Situation erinnern und werden darüber lachen. Ich weiß auch, dass mein Skill bezüglich Programming sehr hoch ist, das glaube ich. Und ich glaube, dass ich sehr gut mit mir arbeiten kann. Und ja, wenn die Gyms wieder offen machen, mache ich mir keine Gedanken darüber, dass es nicht funktioniert. Also es ändert sich ja nichts, wenn die Gyms wieder offen haben, dann geht es weiter. So wie in der Vergangenheit auch. Also ja. Stehen wir, wo wir stehen. So, sollen wir mal die Fragen. Ja, let's dive into the questions, wie man im Englischen so schön sagt. Wollen wir erstmal die Instagram-Fragen nehmen, oder? Genau, da hatten die Espresso Ghetto gefragt. Das hatten wir gerade schon beantwortet, unter welchen Umständen werden Gyms wieder öffnen. Mhm. Da sind wir ja drauf eingegangen. Haben wir schon abgefrühstückt. Dann vielleicht die Frage von Julian Lifts. Protein aus Nudeln, Reis, Haferflocken, Milchschnitte, 2,2 Gramm Eiweiß und so weiter. Mitzählen, Fragezeichen. Also die passiven, also ich nenne sie immer die passiven Proteinquellen, also passiven in dem Sinne, dass die Quellen, die er gerade genannt hat, halt auch einen nicht zu kleinen Anteil an Proteinen mit sich führen, ne? Also Nudeln, Reis, ich wusste gar nicht, dass Milchschnitte da auch, ja, ist ja Milchschnitte, ne? Aber ist das dann keine vollständige? Vielleicht isst er so viele Milchschnitten, dass da 50 Gramm Eiweiß rumkommen. Ah, okay, man weiß es nicht. Na, auf jeden Fall die Essenz oder die Frage des Ganzen ist halt, dass diese Eiweißquellen halt kein vollständiges Aminosäurenprofil haben, was den Nachteil hat, dass wir dann natürlich nicht die Muskelproteinbiosynthese maximal damit triggern können. Ob man das jetzt mit einrechnen sollte in diese 2,2 Gramm Körpergewicht, die man veranschlagen kann, kann man jetzt rauf und runter drüber diskutieren, ob dann 1,8, 2,2, 2,4, wie auch immer, ob man das mit einrechnen soll oder ob man das rausrechnen soll. Und ich handhabe das eigentlich immer so, dass ich das wirklich auch so ein bisschen davon abhängig mache, in welcher Phase sich der Athlet befindet. Das heißt, wie viel Kalorien muss er halt aufnehmen und wie groß ist die Menge, die an diesen passiven Proteinquellen halt hineinkommen. Und konter das dann halt wirklich damit, dass ich die Eiweißzufuhr tatsächlich sogar noch ein bisschen höher setze, dass der Athlet wirklich die vollständigen Eiweißquellen automatisch auch weiter hochstockt, um diese passiven so ein bisschen zu kontern. Also ich würde sie, also mitzählen ist das, ich würde sie schon zählen, aber ich würde trotzdem auf diesen Umstand in gewisser Weise reagieren, einfach um sicher zu gehen. Ich bin da so eher so jemand, der sagt, ich bin auf der sicheren Seite, lieber ein bisschen mehr Protein,
Allerdings natürlich auch wieder nur, wenn es den Vorlieben und Präferenzen des Klienten halt, wenn dann Schnittmenge entsteht halt, ne? Wenn jemand sagt, boah, ey, Protein, diese ganzen, alles was proteinhaltig ist, so, okay, das esse ich für den Prozess, aber es schmeckt mir halt relativ wenig, dann würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Aber da die meisten Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, eher nach dem nach der Agenda funktionieren, sag mir, was das Optimum ist und ich mache es auch einfach, mache ich es halt so. Ja, wenn jemand aber sagt, ich bin halt der, ich esse halt deutlich lieber noch mehr Kohlenhydrate, ja, whatever, dann gibt es da jetzt kein großes Hin und Her. Ja. What's your take? Ja, ich sehe das genauso wie du. Je niedriger die Eiweißzufuhr am Tag ist, desto mehr würde ich das Ganze kontern. Und es ist bei mir genauso, dass meine Athletinnen und Athleten eher tendenziell Richtung 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht gehen. Und dann dieser Umstand das Problem gar nicht erst auftreten lässt. Ich denke, das ist eigentlich die Zusammenfassung auch von deiner Antwort. Und ja, genau. Also muss man sich vielleicht nicht zu viele Gedanken machen, wenn man halt eher in den oberen Bereichen der Eiweißzufuhr sowieso liegt, dann ist das wahrscheinlich kein Problem an sich. Wie gesagt, wenn du halt. Und wenn du, wenn Julian, so heißt er ja, wenn er in einer Diät ist, ich denke, dann wird er eh mehr auf die Qualität seiner Proteinquellen achten und dann wird dort auch das Problem nicht auftreten. Genau. Nach unten hin reguliert sich das Problem automatisch. Durch Sättigung und so weiter auch schon. Ja, cool. Dann haben wir Food, Gym und Soccer. Nennt man das Soccer? Soccer? Ich bin schon. Egal. Die Dame weiß, wer gemeint ist. Ich glaube, das ist eine Dame. Ne? Ja. So, Post-Workout, beste Low-Fat-Kalorienempfehlung. Ab wann es nicht mehr low ist? Gramm. Prozentuale Tagesmenge. Okay, ich muss kurz überlegen, ob ich die Frage überhaupt richtig verstehe. Beste Post-Workout-Mahlzeit wahrscheinlich, die Low-Fat ist. Habe ich das richtig verstanden? Wie würdest du das verstehen? Ich habe extra die Frage nicht vorgelesen, weil ich wissen wollte, wie du sie interpretierst. Also ich interpretiere sie einfach mal so, dass die Frage war, was so die, was eine gute Post-Workout-Mahlzeit ist, die noch Low-Fat ist und was ist noch Low-Fat im Sinne einer Post-Workout-Mahlzeit. Und da bringe ich eigentlich so mein Lieblingsbeispiel sind halt im Aufbau ganz klar Cereals, Smacks, Frosties, wie nennt man das? Frühstückscerealien, halt die halt wirklich sehr, sehr Low-Fat sind. Und das Ganze mixe ich mir dann gerne halt mit einem Whey Shake an. Dann habe ich halt alles, was ich nach dem Workout halt brauche. Also Profil Protein, eine schnelle Proteinquelle und halt auch schnelle Kohlenhydrate. Und das auch in einer nicht zu kleinen Menge. Sehe ich eigentlich als eine sehr, sehr gute Post-Workout-Mahlzeit an. Ist schnell zu machen, schnell zu essen. Ist natürlich für eine Diät nicht unbedingt das Idealste. Da können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden. So ein Limit oder einfach erstmal, um so den Kontext zu geben, der Grund oder der, vielleicht sogar auch, würde fast schon sagen, noch die Hypothese dahinter ist halt, dass man versucht, nach dem Workout die Mahlzeit relativ niedrig im Fettgehalt zu halten, damit die Verdauung halt dieser Nährstoffe schnell vonstatten gehen kann, denn Fett verlangsamt das Ganze halt und würde die Aufnahmen dieser Nährstoffe ein bisschen verlangsamen und wir wollen halt ein möglichst schnelles wieder auffüllen, zum Beispiel der Glykogenspeicher. Und das würde damit halt verlangsamt werden. Ein Limit, was ich eigentlich dafür ansetzen würde, ich würde mal sagen, wenn es, also je niedriger erstmal, desto besser nach diesem Konzept, aber ich würde sagen, wenn es unter 10 Gramm ist, ist es noch irgendwie vertretbar, es sei denn, der oder diejenige macht so wie ich, dass man vormittags und nachmittags trainiert. Dann würde ich wirklich darauf achten, dass das Post-Workout-Meal nach der ersten Einheit sehr, sehr low-fat ist, weil wir dadurch natürlich auch die Performance in der zweiten Einheit so ein bisschen vorbereiten müssen. Aber ansonsten, ja, Nils, hast du noch Input? Bin ich ganz bei dir. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich sehr selten Cereals esse.
Bei mir ist nach dem Training meistens Banane angesagt. Ja, stimmt. Die esse ich aber auch immer noch vorher sogar. Ah, okay. Interessanter. Also Banane ist bei mir safe gesetzt, immer. Eine Banane und einen Apfel am Tag esse ich, glaube ich, schon bald seit 2 Jahren immer. Dazu sei gesagt, eine Banane und ein Apfel hat nichts Magisches. Ne? Also es sind halt Obstvarianten, die ich sehr, sehr gerne esse. Das mal so völlig random nebenbei. Also bei mir war es meistens so, dass ich 3 Bananen am Tag gegessen habe. Also sind sehr beliebt bei mir. Und ich habe dann auch meistens versucht, dass die Kohlenhydratquellen, welche ich konsumiere, auch einen gewissen Grad an Mikronährstoffen haben. Weil das in der Vergangenheit häufiger mal ein Problem bei mir war, dass ich eben nicht auf die Mikronährstoffe gekommen bin, so wie ich mir das vorstelle. Weswegen ich einfach darauf achte, dass die Kohlenhydratquellen halt in Anführungszeichen keine leeren Kohlenhydrate sind. Also dass sie noch etwas anderes mitliefern und ich dann das Problem gelöst habe mit den Mikronährstoffen. Das war ja jetzt eigentlich nicht Teil der Frage. Aber ja, ich sehe das genauso wie du. Also kann ich nichts hinzufügen. Genau. Also da am besten vielleicht auch einfach etwas, also wir suchen ja immer nach dem Optimalen, dass wir am besten wachsen, am besten auch etwas finden, was in die Kategorie Adherence passt. Dass, wenn du dich für etwas entscheidest, dass du das auch immer umsetzen kannst, unter allen Umständen, in deinem beruflichen Leben, in deinem sozialen Leben und was nicht alles. Bei mir ist es zum Beispiel auch schon oft vorgekommen, dass ich abends ins Gym gegangen bin und danach war für mich klar, dass ich noch mit Freunden was essen gehe. Und ja, dann ist einfach die Banane am besten, die nehme ich mir mit, esse die im Auto vorher und shake und dann fahre ich halt zum Essen und so passt es immer. Und so versuche ich das bei all meinen Mahlzeiten. Ich esse seit 4 Jahren das Gleiche zum Frühstück, weil das immer passt. Und das würde ich eventuell auch noch mit in die Überlegungen mit einbeziehen. Mhm. Auch ein guter Gedanke auf jeden Fall. Da werden jetzt sicherlich noch einige vielleicht die nächste Frage haben und dann überlegen, okay, ist der jetzt nur eine Banane? Das ist ja nur Fructose. Ist das nicht, reicht das denn aus? Brauchen wir da nicht noch andere entsprechende? Da würde ich die Literatur von Frank Teger, der war auch mal Gast bei dir, von Holger Acker empfehlen. Der hat das Ganze mal durchgerechnet, wie viel Glykogenverlust du pro Einheit hast und dass du dich eben nicht nach dem Training mit Kohlenhydraten mästen musst, mit 100 Gramm Maltodextrin zum Beispiel, sondern dass eine Banane tatsächlich auch ausreicht. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Frank, bester Mann. Welches Buch war das von ihm? Ich glaube, er hat, glaube ich, nur eins zur Ernährung geschrieben. Das ist zu intermittierenden Fasten gewesen. Okay, kann sein. Ernährung für Kraftsportler heißt das. Ja. Ja, also Franks Werke sind durch die Reihe weg hier empfohlen in dem Podcast. Finde ich immer lohnenswert. Frank ist auch jemand, der, wie ich finde, immer noch so ein bisschen querdenkt in dem, was in unserer kleinen Nische so passiert und andere Denkstrukturen da hat, was immer sehr, sehr erfrischend ist und auch immer neue Impulse mal wieder bringt. Das mal völlig nebenbei hier mal Werbung gemacht für den guten Herren. Wenn er jetzt hört, dass du ihn mit Frank Teger verwechselt hast, dann weiß ich nicht. dafür liegt hier die. Also ich habe einiges an Literatur von ihm. Also. Okay. Ja. Und ich bin auch, also er denkt auch nicht in Dogmen, was ich extrem gut finde. Er hat ein Buch zu Intermittieren und Fasten gemacht, aber denkt trotzdem nicht in Dogmen. Das finde ich sehr gut, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute bei der Ernährung oft in Dogmen denken und das finde ich nicht gut. Das macht er nicht. Alle Episoden, die ich mit ihm aufnehmen durfte, waren sehr, sehr erhellend für mich als auch für die Zuhörer. Also wenn ihr nochmal eine Folge wollt mit dem Frank Holger Acker, dann schreibt es in die Kommentare, falls ihr es jetzt bei YouTube seht oder sagt einfach Bescheid. In die Story posten, den Frank markieren und dann weiß er, dass wir mal wieder schnacken sollten. Nächste Frage. Bei Oka-Tagen besser Pull-Push-Übungen alternieren für mehr Load oder lieber hintereinander für mehr Muskelgefühl, da mehr Pump etc.? Finde ich eine sehr gute Frage. Wie handhabst du das? Unterschiedlich, muss ich gestehen. Unterschiedlich durch, wie soll ich das sagen?
auch so ein bisschen, wie ich die Präferenzen des Athleten, also wenn ich es programme für jemanden, wie ich die Präferenzen des Athleten sehe und wie ich einschätze, dass er, wie viel Bewegungskompetenz er in entsprechend schwere Übungen legt, die man meistens ja am Anfang des Trainings ausführt. Aber ich würde schon fast sagen, dass ich zum größeren Teil tatsächlich Bewegungsfamilien, kann man das so sagen, Bewegungsfamilien, ne, also Push-Bewegung zum Beispiel, tatsächlich. Wo Synergien sind. Genau, würde ich tatsächlich lieber im Block, öfter im Block programmen, als sie quasi abwechselnd, also abwechselnd reinzubringen. Genau, weil ich einfach glaube, dass gar nicht, ja, das Muskelgefühl, also eher die Mind-Muscle-Connection, der Pump ist mir da relativ unwichtig, sondern tatsächlich eher dieses in den Flow kommen, diese Muskelpartie entsprechend anzusteuern, stark anzusteuern, gut anzusteuern. Wie gesagt, wenn ich einen Athleten habe, der dann sehr, sehr hohe Bewegungskompetenz hat, dann habe ich es auch schon öfter mal so gemacht, dass ich es abwechselnd gemacht habe. Aber das muss schon eine sehr, sehr hohe Bewegungskompetenz sein. Das muss schon jemand sein, wo du so ein typischer, wenn du jemanden siehst im Gym, wo du siehst, du guckst ihn an und du guckst dir an, wie er 30 Sekunden trainiert, weil es einfach gut aussieht. Weil du siehst, boah, jede Wiederholung sieht aus wie die andere. Du siehst genau, dass er genau den Muskel trifft. Weißt du, was ich meine? Diese Bewegungskompetenz. Ja. Wenn du so jemanden siehst, wo du sagst, oh, das ist einfach, ne, das ist so, das sieht gut aus, das sieht richtig produktiv aus. Da würde ich es halt machen. Bei einem Großteil, und da würde ich selbst mich zuzählen, ich würde es eher im Block trainieren. Also zwei Push-Übungen und dann zwei Pull-Übungen, wenn es jetzt ein OK-Tag wäre zum Beispiel. Beispielhaft. Ja, das sind so meine. Ich sehe auch mehr Vorteile darin, tatsächlich unabhängig von einer Spezialisierung oder von einer Schwäche erst die Push-Übungen zu machen, weil dich eine Pull-Übung indirekt für Push-Übungen ermüdet, weil die Muskulatur, die für die Retraktion und Depression der Schulterblätter verantwortlich ist, bei Pull-Übungen ermüdet wird. Und das kann wiederum kontraproduktiv für Push-Übungen sein. Ich sehe aber keine Vorermüdung bei Push-Übungen für Pull-Übungen. Weswegen ich in der Regel erst Push-Übungen programme und dann Pull-Übungen, wenn diese beiden Bewegungsmuster in einer Trainingseinheit trainiert werden, was bei mir aktuell nicht der Fall ist. Genau. Das wollte ich auch noch hinzufügen. Ja, also ersteres sehe ich auch so, wobei ich auch schon gute Erfahrungen damit gemacht habe bei Athleten, die Probleme mit der Brücke haben bei Push-Bewegungen, diese vorher zum Beispiel Face-Pulls machen zu lassen, um den Schultergürtel halt wirklich tatsächlich ein bisschen aufzupumpen, die Schulterblätter durchzubewegen, dadurch neuronal auch schon ein bisschen so ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, so öffne ich sie, so schließe ich sie, und haben dann auch gefühlt einfach einen aufgepumpteren Schultergürtel, wo sie einfach neuronal mehr Gefühl dafür kriegen, wie sie sich in die Bank drücken. Weißt du, was ich meine? Was allerdings natürlich auch keine vollwertige Pull-Übung in dem Sinne ist, sondern eine Isolationsübung einfach, um den Schultergürtel aufzupumpen. Das nutze ich halt auch ab und zu, wenn diese Brücke schlagen und die Schulterblätter wirklich nach unten ziehen, noch nicht so gut klappt. Einfach so ein bisschen als hilfreiche Maßnahme. Da würde mich interessieren, wenn du solche Klienten hast, ob da auch dann ein Defizit bei Rückenübungen ist, weil du ja da auch eine Kontrolle über deine Schulterblätter brauchst, und ob die allgemein noch nicht so stark ausgeprägt ist, weil dann würde ich das Problem von vielen Seiten betrachten, dass man auch daran arbeitet, dass eben diese Pull-Übungen besser ausgeführt werden und gleichzeitig dann wahrscheinlich auch die Bank nach oben geht. Ja, definitiv. Also wenn du da mehr Bewegungskompetenz etablierst in der Kontrolle der Schulterblätter. Das ist allgemein ein Skill, den du als Bodybuilder schnell erlernen solltest oder wo du viel Zeit drauf investieren solltest und viel Übung drauf investieren solltest. Die Muskelpartien und die Bewegung der Schulterblätter gut steuern zu können. Das wird dir sehr, sehr viel helfen, genau diese Bewegungskompetenz zu erlangen, von der ich gesprochen habe, dass man einfach wirklich in jeder Bewegung, in der Range of Motion, die man haben will, die volle Kontrolle über die Ladung, über das Gewicht hat und in keinem Moment andersrum.
dass du immer Herr der Lage bist und niemals das Gewicht kurz für dich quasi, ne, die Herrschaft übernimmt. Ja, definitiv. Ja, nächste Frage, obwohl das ist, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eher eine Witzfrage, aber ich lese sie einfach mal vor. Ungeachtet Kalorien um das Training und Aufwärmzeit, wäre es nicht optimal vom Volumen bei einem OK-Training alle 2 Stunden eine Übung zu machen für maximale Leistung bzw. Load? Ist dann der ganze Tag ein OK-Tag? Oder wie? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine ernst gemeinte Frage ist. Wenn es tatsächlich eine ernst gemeinte Frage ist, dann ist es tatsächlich von jemandem, der den All-In-Approach für sich neu erfunden hat. Weil dann, das ist ja, genau, dann dauert ein OK-Training halt, ja, wie lange dauert er? Warte mal, wie hat er es geschrieben? Eine Übung alle 2 Stunden. Ich dachte schon, alle 2 Stunden einen Satz. Aber selbst dann brauchst du ja wahrscheinlich die Hälfte des Tages, um das Training zu absolvieren. Ich würde mal behaupten, dass die Zeitinvest zu Hypertrophie-Ratio da sehr schlecht ausfällt. Auf dem Papier würde das eigentlich gut aussehen, ne? Gehen wir zur nächsten da. Tut uns leid, wenn wir die Frage nicht hinreichend beantworten konnten. Nehmen wir die nächste. Wie am besten Tour-Day-Training planen, wenn man abends deutlich mehr Zeit hat und morgens weniger? Normalerweise wäre es ja ideal, Compounds morgens zu machen, da man noch fresh ist und dann die Laterals und andere Isos abends zu machen. Das ist zeitlich aber leider so nicht drin. Dann würde ich tatsächlich vom Optimalzustand abweichen und das Training so machen, wie es in deinen Tagesablauf passt. Also. Es ist ja wieder so eine Situation, die du kannst dir anscheinend nicht ändern. Ne? Also ist zeitlich aber leider nicht so drin. Also es ist ein Umstand, den du nicht ändern kannst. Die Variable ist so. Ich würde mich dann nicht darauf konzentrieren, dass du vom Optimalzustand abgewichen bist und dir dann Stress machst, sondern dass du diese Situation annimmst und dann das Beste daraus machst und eventuell in der Situation Verbesserungen siehst, die du dann machen kannst und dann diesen Zustand besser machen kannst. Und diese Sicht hättest du nicht, wenn du jetzt sagen würdest, das ist alles scheiße und das ist nicht der Optimalzustand und dich dann da wie sagt man das? Dass deine Gedanken nur um diese Situation kreisen. Genau, nicht darum darüber nachdenken, dass es nicht ideal ist. Es wäre wahrscheinlich anders besser, weil das kann es immer sein. Dann würdest du halt ständig. Das ist ja auch so eine Krankheit von uns, ne? Von uns Bodybuildern, dass wir das immer machen. Ich habe zum Beispiel in meinem Gym nur einen liegenden Leg Curl und das Gerät an sich ist scheiße. Und das war mir von Anfang an klar und ich habe mich auch eine Zeit lang immer aufgeregt, als ich an diesem Gerät war, wirklich. Und irgendwann dachte ich mir, dass das ja eigentlich nichts bringt. Ich habe keine Alternative als diese Übung. Also immer daran gearbeitet, dass ich in diesem schlechten Gerät ein gutes Setup hinbekomme, dass ich da produktiv trainieren kann. Und heute ist es tatsächlich einer meiner Lieblingsübungen im Training. Und nur, weil ich da meine Sicht auf diese Sache geändert habe. Und da vielleicht ein kleines Beispiel aus meinem Training. Sagt, finde ich sehr gut. Also es gibt eigentlich kein Szenario, was, wenn man es versucht, beständig anzupassen und zu verbessern und wieder anzupassen, nicht funktioniert für einen. Nur weil es besser funktionieren könnte, man kann immer die Situation anpassen. Ja? Und jetzt so für den Fragensteller zum Beispiel, da könnte man sich jetzt, man würde es halt ausprobieren und man würde wahrscheinlich sehr schnell mit der Situation merken, okay, vielleicht macht es Sinn, vormittags halt sich wirklich auf einen Compound Lift zu konzentrieren und diesen halt wirklich maximal zu fokussieren, dass man sagt, ich mache halt wirklich nur eine Übung vormittags, aber die mache ich halt wirklich super progressiv, super fokussiert, mach am Nachmittag halt den Rest, wenn ich mehr Zeit habe. Kann für diese eine Übung, in der du einfach mal vorankommen willst, auch ein großer Vorteil sein, weil die Qualität einfach steigt. Es lässt sich immer was rausdestillieren an Qualität, die man mit Anpassung da machen kann. Nächste Frage. Wie würdest du dein Home Gym ausstatten bei unlimitiertem Budget? Ich glaube, dass ich
dass ich das dann gar nicht machen würde, weil das Gym, wo ich trainieren will, das gibt's schon. Das steht in Wien. Aber da geht es mir auch gar nicht um die Geräte. Da geht es mir mehr um das soziale Umfeld. Und das kann ich mir nicht mit Geld erkaufen. Deswegen würde ich mir gar nicht diesen finanziellen Aufwand betreiben und mir ein eigenes Homegym einrichten. Ja, ich habe dir ja auch schon mal gesagt, dass ich langfristig mich eher in Wien sehe. Und ja, deswegen, das ist so meine Frage. Meine Antwort, nicht meine Frage. Das ist meine Frage, das steht da halt schon. ja, und boah, also das ist so eine Open-End-Frage. Also wenn du mich das fragst, also ich kann es ja einfach mal allgemein beantworten. Ich würde bei unlimitiertem Budget, wenn dieser Fall eintritt, dann würde ich ja auch einen Lebensumstand haben, wo ich machen kann, was ich will. Ich kann eh machen, was ich will. Also ich bin an nichts mehr gebunden, weil ich finanziell so eine Rücklage an Kapital habe. Da würde ich ganz einfach Folgendes machen. Ich würde eine Weltreise machen mit dem Ziel, aus allen Gyms mir die Maschinen zusammenzusuchen, die für meine Biomechanik perfekt sind, die mir da am meisten zusagen. Würde halt eine Weltreise machen und würde danach mir den Krempel zusammenkaufen und diese Maschinen dann in mein Home Gym dann reinstellen. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich kann da jetzt gar nicht groß sagen, welche das wäre, was ich da nehmen würde. Weil ich habe viele Maschinen in meiner Trainingskarriere ausprobiert, gerade auf Reisen. Mache ich ja immer sehr, sehr gerne, einfach ins Gym, in irgendwelche Gyms zu gehen und einfach das Equipment auszuprobieren. Und es gibt selten einen Hersteller, wo ich sage, der hat durchweg Top-Maschinen. Ja. Würde ich tatsächlich nicht sagen. Was aber auch daraus resultiert, dass ich so eine ganz komische Biomechanik habe. Halt, ne? Mit meinen langen Armen, mit meinen langen Beinen. Ja, ich glaube, dass dir das weitaus mehr Vorteile bringen würde als mir. Weil ich ja, glaube ich, alles individuell gefühlt, zusammenzusuchen, meinst du? Genau, ich glaube, ich bin ja gefühlt 10 Köpfe kleiner als du und meine Arme existieren ja gar nicht im Vergleich zu deinen. Ja, also, Nils, die Leute sind extrem Olympia kann man das sehen. Die sind extrem heiß darauf zu sehen, was du an Gains so vorzubringen hast. Aber ja, in diesem Jahr nix. In der nächsten Episode gibt es ja wenigstens schon mal dein Konterfeil. Ja? Ja. Du könntest natürlich auch oberkörperfrei die Episode machen. Das überlasse ich dir. Ja? Also Leute, falls ihr jetzt keinen Grund habt, in die nächste Episode einzuschalten, dann weiß ich auch nicht. So, nächste Frage. Hatten wir auch schon Antwort, super, ne? Super über Dings. Progress Ausbeute nach dem ersten Home-Trainingsblock. Das haben wir schon beantwortet. Deloads für Bodyweight-Training sinnvoll? Ja, das finde ich doch eine wichtige Frage in der jetzigen Zeit. Aus meiner Sicht würde ich Deloads bei Bodyweight-Training anders gestalten, als wenn ich normale mechanische Last zur Verfügung habe. Ich würde tatsächlich einen vollen Deload oder ein paar Tage frei machen. Das heißt, vielleicht 3 bis 5 Tage komplett vom Training frei machen. Je nachdem, ob man nur Bodyweight hat, wenn man noch ein paar Bänder hat. Je nachdem, was ich noch an mechanischer Last raufbringen kann. Je mehr mechanische Last, desto länger kann ich den Deload vielleicht rechtfertigen. Je weniger, nur Bodyweight, vielleicht 3 Tage. Einfach aus dem Grund heraus, wie viel Reiz kann ich setzen mit dem, was ich da habe. Und warum ich, normal, viele würden Deload ja jetzt so machen, dass sie sagen, okay, sie fahren das Volumen runter, die Intensität runter, die Wiederholungszahlen in gewissem Spektrum runter. Das macht aus meiner Sicht bei Bodyweight-Training halt überhaupt keinen Sinn, weil du dann halt überhaupt gar keinen wirksamen Stimulus genau. Ersetzt. Da würdest du dann quasi wirklich ins Knie schießen und
ja, ein Atrophy-Coach werden, wie es die beste Meme-Site, kennst du die eigentlich schon? Reps in Reserve. Ja, ich hab's gesehen. Das ist genial. Es ist absolut genial. Geniale Meme-Site. Dann wäre man nämlich ein Atrophy-Coach und würde quasi seine Athleten zur Atrophie erziehen. Ja, das würde ich, da würde ich halt vielleicht 3 bis 5 Tage komplett aufmachen. Was ich allerdings, oder wo der Hintergrund bei mir wirklich eher der ist, dass ich komplett aus diesem Trainingsszenario rauskomme. Weil, wie wir ja auch schon jetzt oft festgestellt haben, es macht niemandem mehr Spaß, es ist für niemanden mehr positiv belegt und deswegen will ich mental, dass der Athlet komplett aus diesem Szenario rauskommt. Er soll am besten Fall auch diesen Ort nicht mehr sehen, wo er sonst immer trainiert hat, komplett für diesen Deload diesen Ort nicht mehr betreten, um mental damit gar keine Berührungspunkte zu haben und diese negativen, ja, mittlerweile doch eher negativen Gedankengänge, ja, und das, was sich da angehäuft hat, langsam abzubauen, dass es dann nach dem Deload wenigstens wieder ein bisschen Freude entsteht, dieses Training weitermachen zu können. Das wäre so bis jetzt meine Strategie. Wie machst du das denn? It depends, um Damien Seitz zu zitieren. Yes. Also ein Deload ist ja immer die Konsequenz der Ermüdung, die du akkumuliert hast über einen Trainingsblock. Und wenn du aus einem Trainingsblock kommst, wo du sehr hohe Gewichte bewegt hast, sehr hohe absolute Intensitäten, du fiktiv jetzt das Zweifache deines Körpergewichts drücken kannst und jetzt Liegestütz machst, dann halte ich es für nicht allzu sinnvoll, einen Deload zu machen. Aber es kann auch Situationen geben, wo es eben sinnvoll sein kann, wenn du genügend Ermüdung angehäuft hast. Deswegen ist eine pauschale Antwort da nicht möglich. Aber ich schließe mich da auch dem an, was du gerade gesagt hast. Ja, also ich denke halt auch, dass das eher... Es ist auch sehr schwierig in der aktuellen Situation, weil in den letzten Jahren haben, glaube ich, immer mehr Athleten das Tool Deload genutzt, auch aus gutem Grund. Wir waren immer in einer Situation, wo wir die Parameter alle sehr gut einschätzen konnten. Wir konnten sehr gut einschätzen, wie hoch ist die Ermüdung, weil wir auch den Reiz quantifizieren konnten, weil wir einfach im Gym waren. Wir haben unser Volumen getrackt. Wir haben mit relativen Intensitäten angefangen zu trainieren in den letzten Jahren und konnten immer besser abschätzen, wann ein Deload Sinn macht und wann eben nicht. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo all diese Sachen nicht gegeben sind. Und da wird es sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, ein Deload ist absolut richtig in dieser Situation oder nein, er ist nicht richtig. Da ist es eher eine Tendenz, die man dann sieht. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, allgemein eine Antwort zu geben, meiner Meinung nach. Ja, ich sehe es, wie gesagt, in Gänze eher als aus der psychologischen Perspektive. Ja, auch. Da einfach wieder sich besser aufstellt nach ein paar Wochen. Es ist einfach... Ist es einfach öde, da ist es einfach nicht mehr schön. Ja. Jetzt noch eine gute Frage. Gute Cues für die hintere Schulter. Der schwarze Gürtel des Bodybuildings. Die hintere Schulter isolieren. So habe ich das, glaube ich, mal, habe ich das mal für mich geframed. Gute Cues für die hintere Schulter. Da sind wir eigentlich wieder bei den Schulterblättern. Und da ist vielleicht ein Cue, den vielleicht nicht jeder kennt oder den ich öfter anders gecoacht sehe, was nicht heißt, dass das irgendwie falsch ist. Ich coache das ganz oft aber eher genau andersrum, was ich halt sehr, sehr interessant finde, ist zum Beispiel die Bewegung der Schulterblätter oder die Stellung der Schulterblätter bei Reverse-Fly-Bewegung, bei der wir ja die hintere Schulter im größten Teil isolieren wollen, im besten Falle. Und da ist mein Cue eigentlich wirklich immer, dass man gegenteilig dessen, was wir bei fast allen anderen Bewegungen machen, eigentlich immer, wo wir die Schulterblätter maximal zusammenziehen wollen vielleicht oder sie nach unten bringen wollen in die Depression, dass ich wirklich ganz klar sage, lasst euer Brustbein einfallen und öffnet die Schulterblätter nach vorne, wie bei einem Lat Spread. Einfach aus dem Grunde heraus, dass wir dann eine tatsächlich, wie soll ich sagen, dann werden wir nicht gestört von anderen Muskelpartien, wie dem Trapez zum Beispiel, in der Bewegung, die sich dann neuronal vorschalten können.
Das ist so etwas, wenn jemand diese Bewegung macht, ist das sehr, sehr schwer, das Brustbein eingefallen zu lassen und wirklich nur über den Ellbogen in einer runden Bewegung nach hinten rauszuführen und auch nicht zu weit zu gehen mit dem Ellbogen, dass der Trapez zum Beispiel wieder sich einschalten kann. Ja, das wäre so ein typischer Cue, die ich, glaube ich, wie gesagt, bei anderen auch anders gecoacht sehe, die selbst auch bei Reverse-Fly-Geschichten dafür sind, die Schulterblätter eher zusammenzuführen. Ja, ich denke gerade an deine Antwort und auch daran, dass du gesagt hast, dass das andere anders coachen, merkt man, dass es da extrem individuell ist. Ja. Ich würde erstmal alles dafür tun, dass du den Trapez ausschalten kannst bei einer Reverse-Fly-Variante und ja, einfach genau das versuchen. Ob das jetzt das ist, was dann Arne gesagt hat oder jemand anderes, das ist ja egal. Wenn du dann die hintere Schulter triffst, ist es ja super. Aber ich glaube, diesen Skill zu erlernen, dass du die hintere Schulter triffst, das ist, wie du gerade gesagt hast, extrem schwierig. Was ich aber auch noch ins Programming mit einbeziehen würde, ist eine abgespreizte Rudervariante. Mhm. Um einfach mehr mechanische Last zum Beispiel auf den Muskel zu bringen, ne? Ja. Also ich habe damit, also wenn ich meine individuellen Erfahrungen mit einspielen lasse, was ich jetzt nicht als absolute Wahrheit ansehen würde, weil es eben meine Erfahrungen sind. Und ich glaube, bei der hinteren Schulter ist es sehr individuell, wie ich das gerade schon gesagt habe. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich am meisten Hypertrophie in der hinteren Schulter erfahren habe, als ich sehr schweres, abgespreiztes Rudern gemacht habe. Ob das jetzt mit einer Langhantel ist oder am Kabelzug. Oder auch, indem man eine Facepull-Variante macht, wo man abgespreizt rudert. Das habe ich eine Zeit lang so gemacht, dass ich eben mit meinem Körper auf dem Boden gelegen habe und dann quasi sehr abgespreizt ein Facepull gemacht habe, aber auch mit einer hohen absoluten Intensität, wo man vielleicht auch von außen das Gefühl gehabt hätte, dass die Technik ja teilweise schon unsauber geworden ist. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich eine hohe mechanische Spannung dann hatte, ich einfach mehr Hypertrophie in der hinteren Schulter erfahren habe. Sicherlich hat auch der Trapez dort mitgeholfen, aber das war in dem Fall einfach meine Erfahrung. Und dazu sei halt gesagt, dass diese Ansteuerung der hinteren Schulter sehr, sehr stark davon abhängig ist von dieser Biomechanik. Das heißt, in welcher Stellung muss ich den Oberarmknochen bringen, um diesen Muskel halt am besten zu aktivieren. Und das sieht aus meiner Sicht bei fast jedem ein bisschen anders aus. Das heißt, der Grad, wie hoch muss ich abspreizen, wie sehr gehe ich doch wieder eher ran an den Körper. Da muss man halt sehr, sehr viel ausprobieren. Und aus meiner Sicht, genau, auch sehr, sehr viel ausprobieren, wann man wie mit den Schulterblättern wie arbeitet in der Bewegung. Ja, das ist tatsächlich so etwas, was man halt sehr, sehr stark aus meiner Sicht auch super viel ausprobieren muss. Deswegen sage ich ja, der schwarze Gürtel, den kriegt man halt, wenn man ganz, ganz viel übt und macht und tut und Erfahrung sammelt. Ja, und ich würde wahrscheinlich auch mittlerweile oftmals beides im Programm mit drin haben. Das heißt, eine schwere Rudervariante und eine sehr auf die Mind-Muscle-Connection aufgewendete Fly- oder ja auch Face-Pull-Variante vielleicht. Um das halt beides abzudecken, denn wie gesagt, die hintere Schulter kann in der Rückenansicht oder auf der Bühne halt, ist zwar ein kleiner Muskel, aber aus meiner Sicht kann das ein wichtiger Faktor sein, um diese Popping Shoulders rauszubringen nochmal. Ne? Also eine wirklich extrem ausgeprägte hintere Schulter fällt aus meiner Sicht, also fällt mir immer ins Auge. Vielleicht bin ich da aber auch so ein bisschen Fetischist, weiß ich nicht, hintere Schulter-Fetischist, finde ich halt immer sehr, sehr wichtig, dass die ausgeprägt ist und nicht zu wenig Fleisch abbekommen hat. Deswegen mache ich die auch immer sehr, sehr gerne, die Übungsvarianten. Ja, got it, würde ich sagen. Fast eine Stunde rum. Haben wir wieder ordentlich was abgerissen an Fragen. Jetzt ist natürlich wieder an der Zeit, alle, die jetzt ihre Frage eingereicht haben, wenn wir eure Frage beantworten konnten, dann seid doch so lieb und macht jetzt einen Screenshot, repostet das, shared den Kram,
auf den sozialen Medien, je nach, egal wo es ist, um das Ganze, den, wie haben wir es genannt, wie nennt sich das bei Corona, der Reproduktionsfaktor? Ja. Ist er, ne? Ja, genau. Den, um ihn hochzutreiben, würden wir uns riesig freuen. Und es sind ja auch immer, es sind eigentlich immer gute Fragen, die kommen, und ich glaube, dass sehr viele von euren Fragen profitieren. Und deswegen ist es dann einfach cool, wenn ihr das teilt und andere Leute auch davon profitieren. Genau. Also jeder, der jetzt irgendwas daraus rausziehen konnte, freuen wir uns riesig, wenn das geteilt und geshared wird. Ja, ich würde sagen, das war die dieswöchentliche Episode. Ich bin gerade im Deload. Ich bin kaputter denn je. Deload ist bei mir eigentlich immer am schlimmsten. Da bin ich kaputter als in der letzten Trainingswoche. Ja? Ja, tatsächlich. Bei mir ist es immer in der letzten Woche gewesen. Ja, da bin ich auch sehr, sehr kaputt. Aber im Deload fällt das so ein bisschen von mir ab, und da bin ich oft sehr, sehr lethargisch. So die ersten drei, vier Tage. Ich mache ja nie Deloads. Deloads braucht keiner. Das war ja auch so eine Geschichte. Das hatten wir ja schon mal geklärt. Nils, du bist als Mr. O, machst du keine Deloads. Kannst du ja nur Zeit verlieren. Nein. Siehst du? Ich will jetzt nicht meinen langjährigen Freund oder auch Konkurrenten Markus zitieren, sonst wird der Podcast gesperrt. Okay. Ich weiß gar nicht, Markus Rühl, hat der nicht, der macht keine Deloads? Man weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der und hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.